Willkommen, Herr Dr. Rostock, im Studio. Das ist wirklich faszinierend, was wir da gehört haben über den Granatapfelsaft bei Prostatakrebs. Nun haben wir hier noch weitere Lebensmittel auf dem Tisch, die auch helfen sollen im Kampf gegen Krebs, wenn man selber was tun möchte. Gehen wir mal ein paar davon zumindest durch. Häufig hört man vom Grüntee, haben wir im Film eben auch gerade gehört. Wem kann der noch helfen? Ja. Beim frühen Stufen von Prostatakrebs kann er hilfreich sein. Bei weit fortgeschrittener Erkrankung, wenn schon Chemotherapie notwendig ist, zeigen Studien keinen Effekt mehr. Andere Erkrankung wäre die chronisch-lymphatische Leukämie. Dort sehen wir allerdings mit recht hohen Konzentrationen, wo man Grüntee-Extrakt eingesetzt hat, ab Konzentration von 2 × 1200 mg, doch einen Rückgang der Lymphknotenschwellung und eine Verbesserung des Blutbildes. Das klingt gut. Tomaten haben Sie vor sich und Tomatenmark. Was steckt da drin, was gut ist? Also wir empfehlen mehr Tomatenmark als die frische Tomate. Sonst ja eigentlich immer frisches Gemüse eher, weil das Tomatenmark und auch Tomatensoßen mehr Inhaltsstoffe haben. Sind das diese berühmten Lycopene, von denen man hört immer? Genau, das Lycopin ist dort drin enthalten. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung bei der Ratte mit Prostatakrebs, wo man einer Gruppe hohe Konzentration Lycopin gegeben hat, der anderen Gruppe einfaches Tomatenextrakt. Mhm. Und die Gruppe mit dem Tomatenextrakt hat deutlich profitiert, länger gelebt, während das Lycopin alleine diesen Effekt nicht hatte. Okay, und ist auch übertragbar auf den Menschen. Also ruhig Tomatenmark essen. Auf jeden Fall. Prostatakrebs. Brokkoli haben wir eben schon gehört von den Samen und den Sprossen, auch im Film. Ist denn Brokkoli allgemein auch sehr gut und antitumoral wirksam? Generell kann man sagen, alle Kohlsorten, auch Rettich, enthält Sulforaphane. Mhm. Und die sind am meisten enthalten in den Brokkolisprossen. Jetzt stehen die hier für die Brokkolisprossen. Ja. Das sind eigentlich keine richtigen Brokkolisprossen, sondern man nimmt die Samen, lässt sie keimen über 3 bis 5 Tage, dann ist der Gehalt an Sulforaphan am höchsten. Und das wirkt wirklich antitumoral. Es wirkt sogar gegen Krebsstammzellen. Es wird im Moment geforscht in Heidelberg in der Uniklinik bei Patienten mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die eine Gruppe bekommt nur Chemotherapie, die andere bekommt Chemotherapie mit einem Extrakt aus Brokkolisprossen. Und man hofft, dass man damit den Krankheitsverlauf beeinflussen kann. Wie sieht es aus mit diesen allgemein ja immer als so gesund geltenden Nahrungsmitteln? Helles Fleisch, Hühner, Hühnerfleisch, hier haben wir Tofu, Fisch. Wem hilft das? Eigentlich sagen wir generell Patienten mit einer Tumorerkrankung maximal 300 bis 500 Gramm Fleisch inklusive Wurst in der Woche. Das ist weniger, als die meisten von uns hier in Deutschland essen. Mhm. Ja, und dann muss man natürlich gucken, woher bekommen wir sonst tierisches Eiweiß oder überhaupt Eiweiß. Da bietet sich mehr der Fisch an oder eben Soja-Eiweiß, das wäre Tofu. Mhm. Und Sie haben auch Untersuchungen gemacht, nicht Sie persönlich, aber Forscher, im Zusammenhang mit einer solchen gesunden Ernährung und Bewegung. Und davon profitieren Brustkrebspatientinnen. Ja, generell kann man sagen, dass die Ernährung optimal ergänzt wird durch Bewegung. Es gibt eine sehr interessante Studie bei Brustkrebspatienten im früheren Stadium 1 bis 3. 1500 Patientinnen haben an einer Studie teilgenommen, wo untersucht worden ist, 5-mal am Tag Obst oder Gemüse, halbe Stunde Bewegung oder beides zusammen. Und während die Einzelfaktoren überhaupt keinen Effekt auf die Sterblichkeit an Brustkrebs hatten, für sich alleine, hat beides kombiniert, also Obst und Gemüse und Bewegung, die Sterblichkeit halbiert. Das heißt, die Frauen haben länger gelebt oder leben länger? Auf jeden Fall. Mhm. Hört sich gut an. Nun ist es immer so eine Sache, was soll man nehmen als komplementäre, also ergänzende Therapie? Wir wollen noch mal klar und deutlich sagen, die Schulmedizin, das sagen Sie ja auch, muss trotzdem immer durchgezogen werden. Aber das Ganze kann einem eben helfen, auch die Lebensqualität zu verbessern unter Umständen. Wer kann einen da beraten, wenn man das anfangen möchte? Generell gibt es viele Hausärzte, die auch eine Weiterbildung in Naturheilverfahren haben oder auch in Ernährungsmedizin. Das ist natürlich optimal. Mhm. Es gibt universitäre Ambulanzen an verschiedenen Universitätskliniken, jetzt wie hier bei uns im UKE, im Cancer Center oder auch in der Martini-Klinik. Mhm. An anderen Unikliniken gibt es, an der MHH in Hannover gibt es eine Sprechstunde, in der Charité in Berlin, auch in der Uniklinik in Rostock. Mhm. Wir haben ein Kompetenznetz, Komplementärmedizin, gegründet. Und das wird von der Krebshilfe gefördert. Und dort kann man auch eine telefonische Beratung bekommen, wenn man weit entfernt von so einer
Ambulanz sitzen sollte. Die Telefonnummer haben wir auch bei uns im Informationsmaterial zur Sendung. Können die Zuschauer gerne bei uns im Internet durchlesen, sich oder auch schicken lassen. Liebe Zuschauer, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fragen, die können teilweise zumindest noch geklärt werden. Denn Prostatakrebs, wie ergänzen sich Schulmedizin und komplementäre Medizin?